Wenn sie auftauchen, wird es schnell teuer. Knöllchen, Anzeigen, Abschleppwagen. Viele empfinden Verkehrspolizisten als reine Nervensägen. Halt, bleiben Sie mal stehen. Zeigt doch Rotlicht, oder? Es ist wieder mal gleich eine Abzocke für die Fahrradfahrer. Es gibt weder eine Verwarnung noch sonst was. Es gibt gleich ein Bußgeld. Wenn die Ampel ausfällt, geraten sie leicht zwischen die Fronten. Hey! Anhalten! Anhalten! Alle brauchen sie. Keiner mag sie. Was auch gern genommen wird, ist, dass meine Kollegen vorsätzlich angefahren werden. Also man nutzt das Auto als Tatwaffe und fährt einen Polizisten an. Noch gefährlicher leben Gerichtsvollzieher. Von den Schuldnern tief gehasst, werden sie nicht selten körperlich angegriffen. Dabei setzen sie nur um, was Recht und Gerichte verlangen. Hallo? Sind Sie Herr Sch***? Gerichtsvollzieher, Politessen, Abschlepper. Deutschlands meistgehasste Berufe. Ohne die allerdings das Land im Chaos versinken würde. Und was tagtäglich passiert, wenn das geliebte Statussymbol am Haken eines Abschleppwagens hängt, ist schon richtig heftig. Wer ist denn hier autorisiert, die Autos abzuschleppen? Ja, wer ist denn autorisiert? Das gibt's ja wohl nicht. Und es gibt da Leute, die körperlich dann auch immer an einem dran wollen. Also das ist nicht ausgeschlossen. Ja, alles schon erlebt. Nervensägen bei der Arbeit. Deutschlands unbeliebteste Berufe. Jetzt in der ZDF-Reportage. Frankfurt Bahnhofsviertel, Ladezone. 3 Minuten darf man hier halten. Manche aber stehen schon 3 Stunden da. Politesse Petra Ilau und ihr Kollege Gerd Heberer müssen die Flächen für die Zulieferer freihalten. Jede Menge Parksünder in der Erotikmeile. Dieser Lexus hat bereits vor Stunden ein erstes Knöllchen bekommen. Zu dreist, sagt Heberer. Jetzt wird er abgeschleppt. Und dann steht er plötzlich da, der Eigentümer. Ein Lexus? Nein! Wieso? Um was geht's denn ganz genau, das ich weiß? Gucken Sie mal, Sie haben da noch Führerschein. Da kriegen die Beschilderung was. Gucken Sie mal da hoch. Danke, gucken Sie mal hoch. Sagen Sie mir, was ist die Straße? Ist nicht Gott. Straße, nicht Gott. Auf das Verkehrszeichen, nicht nach Gott. Ja. Hier, auf das Verkehrszeichen. Ja, aber trotzdem ist nur eine Straße. Und das Auto ist hier seit 10 Minuten. Ja, das ist gut. Das können Sie machen, wo Sie wollen, aber nicht hier. Hier ist das verboten und da wird mal abgeschleppt. So ist das Gesetz. Brauchen Sie sich gar nicht aufregen. Doch der Mann regt sich auf, obwohl er Glück hat. Er kommt mit einem Strafzettel davon. Er hat die Stadtpolizistin beschimpft, nicht aber bespuckt oder geschlagen. Das hat Petra Ilau erst vor 3 Tagen erlebt, als ihr ein Rentner zornig an die Wäsche ging. Auch wenn man sämtliche Lehrgänge hat, von Deeskalation bis wie man seinen Pfefferspray benutzt und so, in dem Moment weiß man trotzdem erstmal nicht, okay, was mache ich jetzt? Es ist spürbar, dass allgemein die Aggression total zunimmt. Also die Hemmschwelle ist nicht mehr so hoch wie früher. Wie äußert sich das dann? Die verbale und körperliche Attacken. Der nächste Kandidat. Der Transporter steht schon seit den frühen Morgenstunden hier. Der Abschleppdienst will ihn gerade auf den Haken nehmen. Da kommen der Fahrer und sein Chef um die Ecke. Kalkül, unterstellt Polizist Heberer. Die beobachten uns, nehmen die Strafzettel in Kauf und kommen nur, wenn teuer abgeschleppt wird. Ihr Auto. Die Knöllchen hängen wie Beweisstücke am Scheibenwischer. Er hat gedacht, es gibt ein Ticket für 15 Euro, die Baustelle läuft so und so viele Tage, sind 100 Euro, das haben wir mit drin im Budget. Ja. Und jetzt merkt er, Ulla, es wird ernst und dann ist halt jemand gekommen. Was sollen Sie machen? Wir sind nicht von hier. Sind auf Montage. Also das Auto ist voll, das Werkzeug und alles Mögliche. Und man braucht ja mal ein Fahrzeug auf der Nähe. Was wollen Sie denn tun? Wollen Sie mit der Schubkarre und mit der öffentlichen Bahn fahren? Wie soll denn funktionieren? 180 bar auf die Hand. Das tut weh. Das ist doch mal wieder die Politik, die hier versagt. Na? Wollen eine tolle Innenstadt haben? Wollen ja eigentlich dieses Schmuddelmilieu ja eigentlich nicht haben? Aber Möglichkeiten zum Arbeiten werden da, sag ich mal, boykottiert. Die da unten kriegen Stress, wenn eigentlich die da oben gemeint sind. Ewig müssen sie diskutieren, sich beschimpfen lassen. Aber was wäre ohne sie? Oft das reine Chaos. Keine Feuerwehr, kein Notarztwagen würde rechtzeitig zum Einsatzort kommen, wenn alle Ecken fröhlich zugeparkt wären. Berlin, eine Nervensäge auf dem Weg zur Arbeit.
Gerichtsvollzieher Wolfgang Damm ist zu Fuß unterwegs in seinem Bezirk. Seit 30 Jahren treibt er Schulden ein, räumt Wohnungen und Häuser. Kein ungefährlicher Job. Im Zuge einer Räumung wurde im Internet in mehreren Foren zu Gewalt gegen den ausführenden Gerichtsvollzieher aufgerufen und daraufhin hat die Polizei mich unter besonderen Schutz gestellt. Er nimmt Drohungen und Hass sportlich. Das gehört zum Berufsbild, sagt Wolfgang Damm. Man kann sich ja davor nicht schützen. Ja. Also wenn es Leute eben gibt, die denken, dass der, der jetzt hier so die Sache durchführen muss, dass der da der Entscheidende ist und der Böse. Heute ist er mit Haftbefehl auf der Suche nach einem Schuldner. Der hat den Unterhalt an seine geschiedene Frau nicht bezahlt. 2.800 Euro sind noch offen. Der Ex-Ehemann muss zahlen oder in Erzwingungshaft. Die ungenaue Adressangabe und die Beschilderung der Wohnungen führen in dunklen Fluren oft in die Irre. Damm ist angespannt. Hier ist so ein typisches Beispiel. Vierte Etage wohnt er. Hier gibt es aber nirgendwo ein Namensschild vom Schuldner. Die Schwierigkeit, welche Tür? Der Tipp vom Nachbarn führt in den Nebenflügel. So ganz allein im düsteren Labyrinth der alten Mietskasernen ist schon manchmal ein komisches Gefühl, bekennt der erfahrene Gerichtsvollzieher. Doch Wolfgang Damm vertraut auf seine natürliche Autorität, wie er sagt. Im vierten Stock wird er fündig. Klingel funktioniert nicht. Zunächst macht keiner auf. Damm will eine Nachricht hinterlassen und wieder gehen, als die Tür einen Spalt weit geöffnet wird. Ja. Damm? Guten Tag. Ja, ja. Tag? Ja. Hey, komm hier. Kann ich reinkommen? Ja, ja, komm. Um der Verhaftung zu entgehen, wird eine Teilzahlung geleistet. So glimpflich geht es nicht immer ab. Jetzt ist der Gerichtsvollzieher mit einem Schlosser und dessen Gehilfen unterwegs, wieder zu einer der unzähligen Räumungen. Hier in Berlin-Friedrichshain ist das Viertel in Aufruhr. Räumungen häufen sich. Oft versammeln sich hunderte Demonstranten, um diese zu verhindern. Zu einer Ecke vielleicht raussetzen? Also wir müssen hier in dieses bunte Haus. Heute keine Demonstranten. Dafür ist die Hausverwalterin gekommen. Alle sind nervös. Sie wissen nicht, was hinter der Tür auf sie wartet. Auf das Klopfen reagiert niemand. Der Auftritt des Schlossers. In solchen Situationen haben sie schon heftigste Dramen erlebt. Sprengfallen, geöffnete Gashähne, bewaffneter Widerstand. Okay. Ist leer. Keiner da. Sofort werden die Schlösser ausgetauscht. Der Mieter kann die Wohnung nicht mehr betreten. Seine Möbel werden mit Mietschulden verrechnet. Das nennt man das Berliner Räumungsmodell. Volksfest Dippemess. Großkampftag für die Frankfurter Stadtpolizei. Sie müssen die Blechlawine vor dem Ostpark stoppen. Vergebens. Alles zugeparkt. Selbst Behindertenparkplätze zugestellt. Oft wird mit falschen Ausweisen betrogen. Das hier ist sogar nur eine Kopie. Kopien gelten gar nichts. Und dann wird halt leider auch viel Schindluder getrieben. Ja? Die Oma liegt irgendwo im Altersheim und hier wird ein Behindertenparkplatz-Ausweis ausgelegt. Das haben wir halt auch leider sehr oft. Was übrigens eine Straftat ist, Missbrauch von Ausweisdokumenten. Stefanie Ilau ruft den Abschleppdienst. Böse Kommentare und das Hubkonzert der Vorbeifahrenden. Gerd Heberer graut es schon vor der Nacht, wenn die Leute alkoholisiert sind und aggressiv werden. Da versteht man manchmal die Welt nicht mehr. Dass die Leute, die man beschützen soll, dass die einem dann noch gnadenlos in den Rücken fallen. Also da gibt es jede Menge Situationen, wo sich Mitbürger mit anderen solidarisieren und Hauptsache gegen die uniformierten Kräfte. Auch der Umgangston wird immer rauer und härter. Also es ist ein Problem, wenn man sich mit dem Job so identifiziert wie ich, hat man wirklich manchmal ein Problem damit. Währenddessen ist Guido Denz mit seinem Abschleppwagen angerückt. Auch er ist Mitglied im Club der meistgehassten Berufe.
Er holt ein Auto, das ganz ohne Berechtigung auf dem Behindertenparkplatz steht. Bevor es an den Haken kommt, fotografiert er es von allen Seiten. Zur Beweissicherung ist das gedacht. Dass niemand sagt, wir hätten was kaputt gemacht, was wir gar nicht waren. Deswegen fotografieren wir es vor dem Abschleppvorgang. Heute, wie an allen Kirmestagen, brummt sein Geschäft. Abschleppen im Akkord. Guido Denz kennt das. Seit 20 Jahren ist er in der Branche. Ein verhasster Job, aber ein krisensicherer. Solange die so fahren und so parken, werde ich nie arbeitslos werden. Das Rad wird sich so immer weiter drehen. Das hört nie auf. Die Freude über das schnell verdiente Geld ist ihm ins Gesicht geschrieben. Auf seinem Autohof ist Platz für 30 Karossen, streng bewacht hinter schweren Eisentoren. Manchmal ist das Depot prallvoll. Doch heute holen die Eigentümer ihre abgeschleppten Autos früh wieder ab. Ganze Familien kommen, Mütter und Großmütter sind dabei, mit Kindern und Enkeln im Schlepptau. Alle sind ziemlich sauer, vor allem darüber, wie teuer das Abschleppen ist. Was wollen Sie jetzt haben? Ich muss den Betrag bitte noch mal sehen. Also ich bin jetzt so geschockt, dass ich... Sie kommen aus dem bayerischen Aschaffenburg. Nie wieder Frankfurter Dippemess, schimpft sie. Das sind 180, ne? So, bitte, 190. Das verstehe ich nicht. Wieso sagt man mir vor einer halben Stunde, ich kann doch mal was sagen? Also da mag vielleicht mein Gerechtigkeitsempfinden auch ein bisschen gestört sein, aber es ist halt einfach so, dass ich nach wie vor der Meinung bin, es gibt halt einfach Zeiten, da könnte man einfach mal sagen, ist ja heute mal so ein großer Ausnahmetag ab morgen wieder. Das mag vielleicht auch ich nur so sehen und jeder anders weiß es. Die Damen schimpfen wenigstens nur. Guido Denz ist auch anderes gewohnt. Zum Glück ist er groß und kräftig. Verbale Beschimpfungen sind eigentlich heutzutage normal, aber es gibt auch Menschen, die durchaus gewaltbereit sind und das auch einsetzen. Also wir hatten bis zur Schlägerei schon alles. Sie wurden schon verhauen, oder? Ja, also es haben mich schon Leute angegriffen. Ja. Der nächste Auftrag. Zu den Dippemess-Besuchern kommen jetzt noch tausende Eishockey-Fans. Deren Halle liegt direkt neben dem Festplatz. Der Frankfurter Osten platzt aus allen Nähten. Die Fans sind aufgebracht, fühlen sich vom Abschlepper provoziert. Weil da können wir ja nicht parken, wo wollen wir denn sonst parken? Da ist ja kaum alles hier zu. Wo sollen wir denn als Privatfahrer parken? Die schleppen alles ab hier, komm, ab. Na, da war's. Auf geht's, komm. Scheiße. Gegen den Kran von Guido Denz nützt auch die Abschleppsperre der Limousine mit dem Stern nichts. Der Alarm jault ein bisschen, aber das Ding liegt gut in der Luft, schmunzelt Guido. Er alleine hat jetzt an einem Nachmittag 8 Autos abgeräumt. Im Laufe der Nacht werden es noch einige mehr, schätzt er. In Berlin-Friedrichshain wird derweil wieder eine Wohnung geräumt. Gerichtsvollzieher Damm ist in Begleitung der Hausverwaltung und seines Schlossers. Gut, machen wir mal. Legen wir los. Die Polizei hält sich im Hintergrund bereit. Der Mieter hat angedroht, sich mit Kampfhunden zu wehren. Wolfgang Damm ist nervös. Das alte Schloss ist schnell aufgebrochen. Jetzt wird es ernst. Guten Tag. Hallo? Hier ist jemand, ja? Der Schlosser hält ihm den Rücken frei, sucht nach den Hunden. Dann entdeckt Damm eine Person. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin nur ein Kunde. Sie müssen jetzt hier aus der Wohnung raus. Ich habe einen Räumungsauftrag. Da werden Sie erstmal einen Moment warten. Hallo. Und dann, wenn Sie Ihre persönlichen ja? Sachen haben, ja. Sie der Damm? Packen Sie zusammen. Ja? Okay. Hier ist der Ach, hier. Okay, da vorne war nämlich auch noch einer. Hallo. Wir warten einen Moment draußen, packen Sie Ihre Sachen zusammen, ziehen sich an und Sie und Ihr Bekannter müssen dann bitte aus der Wohnung raus. Wenigstens war die Angst vor Kampfhunden unbegründet. In der nicht gerade aufgeräumten Wohnung leben 2 Männer und eine Frau. Der Hauptmieter ist wenig kooperationsbereit, er will bleiben. Doch Gerichtsvollzieher Damm bleibt hart, gewährt ihnen 10 Minuten Zeit, um ihre persönlichen Sachen zu packen, verweist auf das Urteil.
Der Jeni hatte über 3 Wochen Zeit, alles rauszuschaffen und beginnt jetzt zusammenzupacken. Die Frage ist dann halt schon, wie man mit solchen Mitteilungen, die er von mir bekommen hat, umgeht. Schlosser Roland Schiller ist schon seit 20 Jahren dabei. Vor kurzem erst hat er einen heftigen Fall erlebt. Letztens hatte ich eine Räumung in Weißensee. Da waren auch Schusswaffen und Munitionskisten mit Handgranaten. Also das war schon, wo man sich nicht überlegen möchte, wie es ausgegangen wäre, wenn derjenige dabei gewesen wäre. Ja, zumal eine schussbereite Waffe lag direkt neben der Wohnungseingangstür auf der Wechselsprechanlage. Mit Patronen im Lauf. Also. Der wütende Mieter hier weigert sich immer noch, die Wohnung zu verlassen. Frankfurt am Main. Ampelwartung. Stefanie Ilau regelt den Verkehr. Sie lebt gefährlich. Viele Autofahrer haben verlernt, was ihre Zeichen bedeuten. Wir hatten das im Februar bei einer Messe. Da hat die Kollegin eine Straße gesperrt und ist umgefahren worden. Die war jetzt 12 oder 14 Wochen krank. Rippen, Schultern, alles gebrochen. Da warten wir mal ab, was die Gerichte dazu sagen. Laut muss sie sein, schon aus Selbstschutz. Platz, jawohl, so hab ich immer. Was? Mal ein bisschen gucken. Gefahr, aber hab ich. Durcheinander hier. So. Man muss sich echt konzentrieren, weil wenn einem auch nur der kleinste Fehler unterläuft, dann kann das in einer Katastrophe enden. Ne? Man muss halt auch auf Fußgänger achten, das ist ganz wichtig. Weil die wissen meist gar nicht, was wir machen, wann sie laufen dürfen, wann sie nicht laufen dürfen. So. Nee, hier ist auch gar kein Fußgängerüberweg oder sonst irgendwas. Da vorne ist ein Fußüberweg, Fußgängerüberweg. Dann wäre es fast passiert. Anhalten! Hey! Nee, Sie haben mich schon vorher gesehen. Aber natürlich. Wenn ich mein Achtungszeichen mache, dann haben Sie schon zu bremsen. Sie Der Fahrer beachtet Ihre Zeichen nicht. Beschimpft stattdessen die Politesse. Beinahe hätte er sie angefahren. 2 bis 3 Mal im Jahr kommen so in Frankfurt Mitarbeiter des Verkehrsamtes unter die Räder. Kollege Heberer nimmt sich den Fahrer zur Brust. Auf geht's! Ja, der Herr hat Zeichen und Weisungen der Kollegin nicht beachtet, hat dadurch den Verkehr gefährdet, war nicht angeschnallt und uneinsichtig, also habe ich die Personalien aufgenommen und es folgt eine Anzeige. In Berlin bewegt sich etwas. Wolfgang Damm hat den Mieter überzeugt, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Aber ich bin eigentlich trotzdem verhältnismäßig freundlich, oder? Ja, das wissen wir auch. Ja, also deswegen die Kiste noch und dann ist gut? Die junge Mitbewohnerin hat ihre Taschen gepackt und verlässt die Wohnung. Sie zeigt sich einsichtig, weiß genau, warum sie geräumt werden. Ja, man ist einfach ständig zu laut und naja, die sind unnachgiebig, ne? Das exzessive Feiern, das geht halt nicht das Leben lang und irgendwann beschweren sich dann andere Mieter oder man bekommt da Probleme, ja. Also Mietschulden oder. Jetzt kommt der. Wütend geben jetzt auch die beiden anderen Mieter auf. Das Notwendigste wird rausgeschleppt. Der Hauptmieter hat den Ernst der Lage erkannt, holt noch schnell, was er dringend braucht. Klamotten und sein Werkzeug sind noch drin. Und vor allem sein Fahrrad. Damm wird jetzt ungeduldig. So, wir machen jetzt zu. Ja. Guck mal, warte mal. Wir können ja einen Monat Zeit, jetzt rauszuholen. Jetzt wird zugemacht, ja. Einmal raus, dann ist zu. Jetzt erst fällt dem Mieter auf, wie viel er noch mitnehmen möchte. Er protestiert. Nein, was noch nicht. Aber so langsam resigniert der Hauptmieter. Ihm ist schon klar, dass er früher hätte anfangen sollen zu packen. Er räumt das Feld. Der Mann ist sauer, fühlt sich politisch verfolgt. Ja, auf jeden Fall. Und so, da kommt da, sagen wir mal, der Staatsapparat und wühlt da in den persönlichen Sachen rum und ist schon. Ja. Tut denn schon weh? Am Ende hilft Wolfgang Damm mit, rettet noch schnell die Kabelrolle. So. Wir sind fertig. So. Die haben sogar noch hier, die sind jetzt noch gar nicht. Ne, sie fühlen sich wohl dabei, ne? Hm, wow.
Stimmt nicht. Wolfgang Damm fühlt sich überhaupt nicht wohl. Er macht sich seine eigenen Gedanken, meint, dass vielen, die so obdachlos werden, zu wenig geholfen wird. Ich denke, dass auch hier im Bezirk es eigentlich, wenn man sich darum kümmert, es nicht dazu kommen muss. Die Leute, die bewältigen dann ihre Probleme nicht mehr und bekommen vielleicht auch nicht die nötige Hilfe. Das muss man einfach so sagen. Ja. Also, und bei der Masse der vielen Aufträge, die sind, der vielen Räumungen, die sind, ist aus meiner Sicht auch hier das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nicht in der Lage, für diejenigen irgendwelche Ersatzwohnungen zu schaffen und so. Also ich bekomme kaum Rückmeldungen, wenn ich dem Bezirksamt mitteile, dass so eine Räumung ansteht. Ja. Sehr schade. Seit 30 Jahren setzt er um, was die Gerichte beschließen, sitzt so zwischen den Stühlen. Doch sein Mitgefühl hat er sich bewahrt. Chaos total rund um die Frankfurter Dippemess. Abschlepper Guido Denz kommt kaum mehr nach. Alle LKW seiner Firma sind pausenlos im Einsatz. Denz. Ja? Ja. Ja, ich bin aber jetzt hier am Laden. Kaum hat er eine Lücke frei, steht schon der Nächste wieder drin. Am Ratsweg wartet der Besitzer eines Jaguars, den er vor 2 Stunden abgeschleppt hat. Außer Rand und Band. Wer ist denn hier autorisiert, die Autos abzuschleppen? Ja, wer ist denn autorisiert? Das gibt's ja wohl nicht. So, jetzt können Sie mich mal filmen. Dippemess kann man vergessen, das ist eine Sauerei hier. Hier steht kein Schild, gar nichts. Das war zugeparkt. Ja, ja. Hier stehen 1000 Autos. Und nach welchen Kriterien wird abgeschleppt? Schleppen Sie nur Luxuswagen ab, dass Sie gut kassieren können, oder was? Sie finden doch nicht, dass ein Jaguar ein Luxuswagen ist. Ja. Das ist doch kein Luxuswagen. Warum haben Sie dann abgeschleppt? Warum haben Sie dann abgeschleppt? Ja, wir können doch die Schilder lesen, oder? Das war zugeparkt, das Schild. Ja. Ich habe noch gefragt, kann man hier parken? Hier parken ja alle. Ja, aber das ist doch trotzdem eine Sauerei. Da kann man einen Zettel dran machen, Parkverbot 50 Euro oder was. Das wäre dann auch okay. Für die, die nicht lesen können. Ja, aber das geht doch nicht. Ich komme jetzt von Saarbrücken und jetzt kann ich hier Stress für mein Auto wieder zu gründen. Jetzt sind doch bescheuert in Frankfurt, oder? Guido Denz hat sich im Laufe seines bewegten Arbeitslebens ein dickes Fell zugelegt. Er schaltet auf Durchzug. Ja, das war jetzt so wieder der Klassiker. Erstmal aufregen, viel Wind um nichts und sie kommen ja letztendlich nicht weiter. Aber wie man gehört hat, da steht kein Schild, obwohl da Riesenschilder sind und. Die sind halt aufgebracht, die Leute. Aber wir hätten jetzt auch mitnehmen können, wenn er sich benommen hätte, hätten wir noch mitnehmen. Aber wer sich nicht benimmt, ja, schwierig mit manchen. Der Jaguar-Fahrer aus Saarbrücken muss sich jetzt halt ein Taxi nehmen. Frankfurt Messe. Gerd Heberer und Stefanie Ilau kommen kurz nach einem Crash an den Unfallort. Eine Radfahrerin ist verletzt. Sie blutet an Armen und Beinen. Der Autofahrer beschuldigt sie, bei Rot gefahren zu sein. Sie behauptet das Gegenteil. Aussage gegen Aussage. Ein schwieriger Fall. Ja, nee, ist schon alles okay. Sie haben eine Wahrnehmung gehabt, die Sie geschildert haben. Aber von uns allen hat es keiner live gesehen. Also können wir weder das eine noch das andere bezeugen. Das ist der Fakt. Weil Sie hatten schnell gekommen, Esther, wenn du untergefahren bist. Und da war rot. Guck mal, da war steht rot. Es war einfach nur, er hat mich übersehen beim Fahren und dann hat er mich halt umgenietet beim Abbiegen. Und das war's. Ein Fahrradunfall. Ausgerechnet so beginnt der Tag, an dem Sie ausrücken, um Verkehrskontrollen bei Radfahrern durchzuführen. Nach diesem Erlebnis ist Gerd Heberer ganz besonders motiviert. Fahrradrambos, das hat Überhand genommen, sagt Heberer. Halt, bleiben Sie mal stehen. Die Ampel zeigt doch Rotlicht, oder? Das gilt doch nur für die Autos, meint der Radler. Die Ampel zeigt Rotlicht, oder? Kommen Sie mal bitte hier rechts raus. Das wird neuerdings richtig teuer. Ein echter Aufreger. So, also Rotlicht, der Ampel überfahren. Lichtzeichen war deutlich länger als eine Sekunde rot. 100 Euro ein Punkt. Das soll jetzt, durch diese neue Regelung soll das 100 Euro kosten und ein Punkt. Das ist so Schwachsinn, echt. Das ist absoluter Schwachsinn da. Stefanie Ilau hat es mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Ein Motorrad kommt auf dem Radweg daher.
Radler leben hier gefährlich. Auf vielen Frankfurter Straßen fehlen Radspuren und viele radeln munter gegen die erlaubte Richtung. Eigentlich müssten sie absteigen und schieben bis zum nächsten Übergang. Aber wer sieht das schon ein? 20 Euro bitte. Es hagelt giftige Kommentare. Wieder mal gleich eine Abzocke für die Fahrradfahrer. Es gibt weder eine Verwarnung noch sonst was. Es gibt gleich ein Bußgeld. Es wird gleich Dings ausgesprochen, ich muss gleich bezahlen. Die Stadt braucht wieder für irgendwas Geld, nehmen wir uns mal die Fahrradfahrer vor. Ne? Er ist entgegen Fahrtrichtung auf dem Radweg gefahren. Ist dann zwar abgestiegen, weil er uns gesehen hat, aber er wäre ansonsten weitergefahren. Also ist jetzt, und wir zocken niemanden ab. Ich muss noch gar nicht darüber reden. Ich finde es eine Frechheit, ich schiebe mein Fahrrad hier lang. Ich bin noch so freundlich, ja, und dann werde ich trotzdem angehalten. Das ist doch typisch, oder? Man ist noch so freundlich, man schiebt es noch vorbei und sagt, halt, du bist vorhin da vorne gefahren, ich hab dich gesehen. Jetzt hab ich dich, jetzt kriegst du eine Strafe. Das ärgert mich. Ja, man kann sagen, hier, passen Sie mal auf, so nicht, nächstes Mal gibt es ein Verwarngeld. Okay, kann man mitleben, aber sowas hier, Beine abzocke, Fahrradfahrer abzocken. Immer wieder der Vorwurf der Abzocke. Es fällt nicht leicht, ruhig zu bleiben. Nicht mehr fahren. Absteigen bitte. Ruhig bleiben, sachlich bleiben, sich nicht auf das Niveau herabbegeben und einfach sein Ding durchziehen. Und wenn er Grenzen überschreitet, dann kriegt er die Grenzen deutlich aufgezeigt. Geregelte Arbeitszeiten kennt er nicht. Abschlepper Guido Denz krallt sich auch weit nach Mitternacht noch Autos, die auf Behindertenparkplätzen stehen. Auf ihrem Autohof plagt sich Angela Denz, Guidos Ehefrau, derweil mit den Abholern herum. Als Guido zurückkommt, hat es auch der Jaguar-Fahrer aus Saarbrücken zum Depot geschafft. Zusammen mit seinem Sohn will er seinen Wagen zurück. Nur bezahlen will er nicht. Schicken Sie mir Rechnung, ich habe kein Geld mit dabei, ich war auf der Kirmes. Wo soll ich jetzt noch Bargeld herholen? Von der Bank. Von der Bank, jetzt laufe ich noch die Bank. Ich kann Sie gerne fahren, wenn Sie das möchten. Nee, ich will jetzt mein Auto und da fahre ich heim. Und da schicken Sie mir Rechnung. Nein, Sie bezahlen jetzt. Das glaube ich im Leben. Wie soll ich denn das machen? Ich kann Ihnen eine Anzahlung machen, 50 Euro. Nein. Wie gesagt, das ist. Wie stellen Sie euch das vor? Da schleppen Autos aus einem anderen Bundesland ab. Das ist ja völlig egal. Am anderen Bundesland. Nee, komm, Freunde. Also jetzt langsam jetzt auch hier. Von der Luxuskarosse müssen wir mal einstellen. Ich war doch auf die Kirmes. Und natürlich hat er noch Geld in der Tasche. Das ist mein Geheimgeld. So, jetzt passen auf, 170 Euro, jetzt regeln das Auto raus. Zu Recht schicke ich euch die hoch per Post. Das hatte ich vor anderthalb Wochen schon mal. Ich bin ein Ehrenmann, ich bin, wie ihr schon sagt, Jaguar-Fahrer. Ja? Das machen wir. Es fehlen immer noch 25 Euro. Am Ende muss die der Junge zahlen. Ich biete es normalerweise niemandem an, dass ich ihn fahre. Bring mal da Kohle raus, so mache ich Stress ohne Ende. Was? Dann sollen Sie mir mal, wo der Bankautomat ist, weil ohne Bargeld fahre ich nicht in die Gegend rum. Und immer noch versucht der Jaguar-Mann, den Preis zu drücken. Trinkgeld gibt es jetzt nicht bei der Aktion. 5 Euro kriege ich noch. 5 Euro. Nee, komm. Genau. Hast du noch? Sicher. 3 Euro. Ein Saarbrücker fühlt sich ausgenommen in der Bankerstadt. Immerhin, es ging einigermaßen versöhnlich aus. Der Jaguar darf aus dem Gehege. Guido Denz weiß genau, dass seine Arbeit nicht gerade beliebt ist. Trotzdem möchte er mit niemandem tauschen. Es muss auch Nervensägen geben. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.